Oh, jetzt aber hallo und herzlich willkommen zu 7 Days to Die. Ich habe schon 5 Minuten gespielt und hatte dann wieder mal gemerkt, dass das Fenster nicht auf 7 Days stand, warum auch immer. Ich habe gedacht, wir kriegen hier von den Autos nochmal das, was wir brauchen, aber anscheinend nicht. Okay, den haben wir den Kopf abgeschlagen. Aber hier kriegen wir da jede Menge Fleisch und wir werden gnadenlos wieder überladen sein. Eigentlich wollten wir ja Holz sammeln. Ja, wieder ein Lag. Noch ein Lag. Also es ist auch noch nicht viel Spannendes passiert, Gott sei Dank. In dem Haus schon drin? Ich glaube ja. Glaube, in dem Häuschen war ich schon. Leerer Kaffeeautomat. Alles leer. Ach, das ist doch unberührt. Ah, da ist noch Knochen drin. Toll. Toll, toll, toll. Ja, dann waren wir hier schon. Mal oben schnell gucken, aber ich glaube, oben haben wir auch dann alles auseinandergenommen. Leerer Nachttisch. Leere moderne Toilette. Ja, haben wir alles leer gemacht. Dann hoffen wir jetzt, dass mal die Bäume noch gewachsen sind. Wo war der Ausgang? Nicht unbedingt, aber trotzdem. Leeres grünes Coupé. Tonne ist unberührt. Leerer Pappkarton. Leerer Werkzeugkasten. Ja, was haben wir denn? Was können wir denn medizintechnisch machen, dass uns Verband, Fahrradschiene, Aloe Vera, Samen, Essig, Verband nicht. Da, was haben wir hier? Betäubungswiderstand, Gehirnerschütterung, Schadensvermeidung. Das sind nur Schmerzmittel. Ich schätze mal im schlimmsten Fall, dass wir nochmal einen Death-Gip machen müssen. Führt wohl kein Weg dran vorbei. Und auch da geht's so. Okay, kann ich auch damit machen. Da geht's zu unserem Zuhause zurück. Hier nehmen wir noch ein bisschen Holz auf jeden Fall mit. Dann werden wir gleich mal Sachen ablegen und gucken, dass wir irgendwo sterben können noch. Weil anders ist das aber nicht zu machen. Weil es ist halt auch so ein bisschen blöd, dass hier nicht vorgegeben wird, noch was gegen Infektionen und sowas halt alles hilft. Es würde halt noch viel helfen. Also mit Glück kriegst du eine Sache und dann heißt es, hilft gegen Infektionen. Aber du musst die Infektion komplett wegkriegen, ansonsten hilft das nichts. Ansonsten stehst du nämlich blöd da. Na komm schon, Ausdauer. Wir sind natürlich nach wie vor auch überladen. Ja, auch mal hier noch ein paar Bäume. War ja
trotzdem immer wieder mal hier hinrennen, um zu gucken. Wir können ja noch die Autos irgendwann abbauen. Aber es fängt an zu regnen. Könnten wir unter Umständen auch hier die Bäume dann noch abholzen. Auf dem Weg hier hin. Oder ist ein Hühnchen? Ein Schuss, ein Treffer. Wieder jede Menge Fleisch, da hinten hüpft ein Zombie rum. Ich werde aber diesmal nicht nass. Kommt bestimmt noch. Den können wir mal gerade noch in Ruhe lassen. Und zwar gerade mal die Energie, um nach Hause zu laufen, wieder Sachen abzulegen. Würde ich sagen, mache ich lieber jetzt den Death Skip, indem ich alle Sachen ablege und mich dann in den Tümpel begebe und da einfach sterbe. Da hinten rennt, glaube ich, wieder ein Hühnchen, ja. Und ein Zombie. Gucken wir mal, ob der Zombie gönnt. Der verbrennt das schon. Nee, der gönnt nichts. Schade. Schön gewesen, wenn er noch irgendwas gegönnt hätte. Okay, dann halt nicht. So, noch ein unberührtes Nest. Da haben wir dann noch wieder Eier. Geht uns echt das Holz hier aus. Also immer noch keine Bäume nachgewachsen. Schade eigentlich. Da wächst ein kleiner schon mal, immerhin. Ja, Vogelnester müssen abgebaut werden, dann kommen wenigstens auch neue. Ich habe auch so viele Bäume gepflanzt, so langsam müssen die mal alle sprießen. Ey. Ich habe gerade wieder einen Zombie gehört. Mal hier alles ein. Das kann ich ja im Ding sortieren. So, leerer Wasserkrug, das ist Kaffee. Stahlwerkzeugteil. Müssen wir woanders hin? Öl hatte ich in der anderen Kiste. Okay. Knochen können wir hier rein tun. Nägel. Kohle, Eisen natürlich, Pflanzenfaser, Stofffetzen, Pflastersteine, Zement, Dosen würde ich woanders hin tun, da aber noch Messing. Da rein, das da rein, das da rein.
können wir eigentlich trotzdem hier die Dosen reintun mit. Dass wir nicht alle platt machen, kann man ja noch was reintun. Kaffee hier hin. Wandern das dahin. Federn das da rein. Hier kann ich eigentlich mein komplettes Inventar schon mal reinschmeißen. Da müssen wir leider noch mal ein Deathskip machen, es tut mir leid. Ich habe zwei Spitzhacken. Okay. Dann tue ich, nee, die eine nehme ich mal raus und pack die hier zu den Waffen mit rein. So, verrottetes Fleisch, Tierfett, das da. Das können wir mal eben auf die Taste legen. Wasser zu machen. Oh. Ja. Das sollte eigentlich nicht so sein. Okay. Habe ich eh noch 16. Dann kann ich hier nämlich gekochtes Wasser schnell machen. Jetzt Stück. Gerade hier ins Wasser und wir sterben. Jetzt werden wir jetzt nass, obwohl es draußen regnet. Läuft. Läuft, läuft, läuft. Du frierst, suche Kleidung, finde einen Unterschlupf. Eis. Alles. Ah, 37 Sekunden, bis man da stirbt. Läuft. Aber unser Leben war gerade schon, glaube ich, mehr. Aber bevor gut, da ein bisschen rumgucken können noch. Tschüss, Welt. Es war schön mit dir. Schön im Sonnenaufgang. Unter Wasser verbringen, frieren und sterben. Ja? Ich wollte gerade sagen, ne? Also in der Statistik ein weiterer Tod, der aber sein musste, leider. Weil ich habe diese Infektion nicht weggekriegt. So, ich will natürlich auf mein Bett erscheinen. Die Sachen hat er angezogen, das ist sehr gut. Stab nach vorne, den nach vorne schippe und das Ding ist okay. Dann brauchen wir auf jeden Fall hier das ganze Holz. Wir nehmen Steine mit. Wir reparieren. Obwohl, den kann man zerlegen eigentlich. Aber dann nehmen wir noch den Holzknüppel von hier mit. Haben wir ihn. Knüppel von hier. Die reparieren wir einmal. Reparieren. Reparieren. Und
brauchen auf jeden Fall wieder die Fackeln. Und, 52 Stück, das bringt es auf jeden Fall. Das können wir jetzt ausschalten. Mal hier wieder Wasser mitnehmen. So, Fleisch, 125 Fleisch, daraus kann man doch bestimmt irgendwas machen. Gekochtes Fleisch, braucht Wasser, verkohltes Wildbret, gegrilltes. 25 mal, das geht schwer in Ordnung. So, jetzt muss ich noch die reparieren, wo ich reingelaufen bin. Glaube, das war hinten, ne? Oh, hier sind wieder Bäume, sehr gut. In welchen bin ich denn reingerannt? Die liegt auf dem Boden, währenddessen kann ich schön bearbeiten. Die ist tot. Jetzt gönnt doch mal. Okay, außer EPs haben die nichts gegönnt. Da hinten wandert noch einer, da drüben kütt einer. Wir sind Gott sei Dank noch etwas weit entfernt. Ja, du sollst eigentlich da drüber springen. Nicht fallen, sondern springen. Okay, ja. Und ich will nur aufs Inventar zugreifen. Können wir nämlich hier schön die erste Reihe weiterlegen. Einmal anlocken, locken, anlocken. Versorgt mir mein ganzes Wasser. Sind aber gerade viele Zombies unterwegs. Letztens haben wir uns doch beschwert, dass keine unterwegs waren und jetzt überrennen sie uns ja förmlich wieder. Falls ihr im Hintergrund wieder Bohrarbeiten hört, ja, sie ist bauen immer noch. Jemals fertig werden. Leider nicht da runter, hallo? Jetzt brauchen wir noch mal jede Menge Holz. Hätte jetzt beinahe auch ins Auge gehen können. Also im Normalfall wären wir jetzt tot mit dem Baum auf dem Feld. Ja, dann gucken wir mal, ob wir noch ein paar Zombies mit erledigt bekommen, EPs dazu bekommen und. Dass wir irgendwann mal Schmerzmittel finden, beziehungsweise auch, dass die, ja, dass halt mal auch dieses Zeug abklingt, wenn wir zu viel. Also diese Infektion, ja, mal gucken, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Ansonsten machen wir immer wieder mal im Wasser so ein Deathskip, dann ist das halt so. Aber wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge und dann ist schon bald Blutmond. Vielen Dank fürs Zusehen, bis dann, ciao.